Hallo, meine Lieben. Ich halte euch heute in den Händen. So, heute kommt die versprochene Roomtour. Und ja, noch seht ihr mich so. Nachher müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, auf jeden Fall, ja, Hände nicht vor die Kamera halten, ist ungünstig. So, da steht's schon drauf. Willkommen in meinem heiligen... Nee, gar nicht. Willkommen in meinem Reich. So, aber in meinen heiligen Hallen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ich zeige euch jetzt erstmal einen groben Überblick und dann gehen wir Stückchen für Stückchen durch mein Reich. So, da aus der anderen Perspektive nochmal. Das hier sind alles Gemälde vom Kleinchen. Das ist ja ganz wichtig. Ein paar sind ein bisschen zerrissen, weil die dusseligen Katzen meiner Tochter gerne daran rumkratzen. So, da ist ein neues Möbelstück von mir zu sehen. Das habe ich die Tage bekommen. Und ja, wie man sieht, ich bin schlönsig. Stell hier einfach mal einen Cremepott in die Gegend rum. Das tue ich mal hier rüber. So, da steht meine heißgeliebte Big Shot. No? Ja, die habe ich von Katrin bekommen. Und ja, ich bin ihr immer noch sehr, 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 sehr dankbar dafür. Jo, da oben Regal voller Gedöns. Ich bin ja Improvisationstalent. Da hinten ist eine Kruschelecke. Da habe ich Regal gestapelt und ja, ich bin ja eh so ein Stapelkünstler, ne? Da ist mein Arbeitsplatz, mein altersschwacher Rechner, da hinten der Drucker, da oben seht ihr die Pakete für die Verlosung, da unten das ist das Körbchen von meinem Hund, von meinem kleinen süßen DJ. So, auf der Seite seht ihr auch meine Stapelkunst, im Übrigen seht ihr da hinten das Stativ, ich habe mir da was gebaut. Ich hoffe, dass ich euch da gleich draufpacken kann, damit ich die Hände frei habe, um euch zu zeigen, was ich so alles habe. So, dazu nochmal zu meinen Stapelkünsten. Das sind provisorische Regale, bis ich mir mal andere geholt habe. Und ihr seht, es ist ja alles vollgeproppt. So, das ist schon mal der grobe Überblick. Und ich würde sagen, wir können dann auch gleich mal starten. Ich mache jetzt noch mal kurz Stopp und dann geht's los. Jetzt muss ich die Kamera noch mal drehen, weil es blöd, wenn ich selber nicht sehe, was ich hier tue. So, wir fangen mal an. Ja, hier sind Fusselrollen. Sehr spektakulär. Hier seht ihr ein Gemälde vom Kleinchen. Das hat sie mir gemacht, mit Hilfe von ihrer Mami, aber nur ein bisschen Hilfe. So. Das hier habe ich von Katrin bekommen. Ich liebe es. Ja, und hier geht's los. Hier habe ich ein paar Gedönsradklamotten, sage ich mal. Ich hole euch mal näher ran hier. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch so zeigen. Und ich hoffe natürlich noch mehr, dass mir das Ding hier nicht abreißt. Ne, von meiner seltsamen Konstruktion. So, hier habe ich allerhand drin. Magnetfolie, Rahmen, solche Embellishments, Schrumpffolie, hier solche Chipboards, hier habe ich mir mal Rahmen selber gemacht, hier sind Schleifchen, Sticker. Hier ist eigentlich so alles Mögliche drin. Hier nochmal so Holz-Embellishments, jede Menge. Also der Chipboards, ein paar Holzsticker. Und hier noch ein paar Rahmen und allerhand halt so, wo ich jetzt gerade nicht wusste, wohin damit. Das habe ich ja alles reingestopft. So, ja, Postkarten. Ihr seht, lauter so ein Gedönsrad. Ich kann ja jetzt nicht alles einzeln zeigen, dann wird das hier den Rahmen sprengen. Jetzt habe ich irgendwas runtergeschmissen. Egal. So. Hier habe ich ebenfalls Sticker. Das sind nicht die einzigen. Also hier habe ich jede Menge drin. Hier sind die super schönen Katzen, hinter die alle her waren.
Habe ich noch nicht einmal benutzt. So, hier noch mehr und hier. Also ist schon einiges an Sticker zusammengekommen im Laufe der Zeit, die ich irgendwie alle noch nicht benutzt habe. Weil ich mir total gerne ja selber Sachen mache. So, hier die kleben zusammen. Auf jeden Fall eine Menge Sticker. Dieses Kästchen hier habe ich mir mal selbst gebastelt. Das war das erste Kästchen seiner Art. Ist ein bisschen schief, aber schief ist Englisch und Englisch ist modern. So, hier habe ich ein paar Gedönsradsachen und so. Kleinchen schenkt mir immer ihre Sachen aus den Ü-Eiern. Ja, sowas. Ja, ein Schlumpf und so weiter. Ist aber noch nicht alles. Ich habe schon eine Kiste voll. Ja, die wollte ich irgendwann vielleicht mal für Dekodent benutzen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Tisch hier etwas verschiebe, damit ich das Stativ bei mir stellen kann. Das war ein Stuhl, den ich umgekippt habe. Moment, ich mache euch mal kurz auf Pause. So, hier in diesen Schubladen hier habe ich jede Menge Kruschelzeug. So, zeig euch mal. Da, ne? Jeder hat so Kruschelschubladen, oder? Batterien und so ein Gedöns halt. Jetzt reißt mir meine Konstruktion doch ab. Nee. Und auch da selbiges Bild. Lauter Kruschelzeugs. Da sind Glühbirnen und anderen Gedöns. Und genauso in der... Na, ihr seht überhaupt gar nichts. So, in der dritten Schublade halt hier Applikationen zum Nähen. Huch, ihr fallt tatsächlich nach vorne. Ich muss euch hier festhalten. So eine Spritzding, so ein Spritzbeutel. Ja, auch für Dekodent, was ich immer noch nicht gemacht habe. Hier sind noch ein paar Perlenstifte. Hier sind, Wunderknöpfe nennen die sich. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Hier sind noch mehr Applikationen, Bleistifte, Gummiband und ach ja, ne? So ein Krams halt. Moment, gleich geht's weiter. So, ich habe euch jetzt mal wieder in die Hand genommen. So, also, auch wenn es jetzt ein bisschen wackelig wird, haltet euch fest, werdet nicht seekrank, aber so ist gerade mal besser. Hier unten habe ich ein paar Gerätschaften. Das ist eine Warmhalteplatte quasi für meinen Kaffee. Ich habe ja das Talent, dass mein Kaffee immer kalt wird. Und ab und zu hätte ich aber auch gerne mal noch warmen Kaffee zwischendurch zum Schlürfen. Und dann benutze ich die. Jetzt aber schon länger nicht mehr. Das hier ist mein Gravurgerät. Benutze ich aber nicht zum Gravieren. Ist eigentlich für Glasgravieren. Damit bearbeite ich gerne meine Harzteile. Ja. Ne, da bohre ich meine Löcher, da schleife ich auch mit ab und ja. So, hier habe ich ein Bordürenstandset. Das habe ich mal bei Lidl gekauft. Ja, das ist in Ordnung, aber festes Papier oder Karton kann man damit nicht wirklich gut stanzen. Da braucht man so viel Kraft und ich habe immer Angst, dass mir dann die Stanzen kaputt gehen. Hier ist meine Heißklebepistole. Ich hatte vorher so eine günstige und die war Mist. Und dann habe ich die hier im letzten Jahr, glaube ich, von meiner Tochter zum Geburtstag bekommen. Ja, die war auch nicht ganz so günstig. So, hier, was habe ich denn da drin? Ich glaube, da sind Werkzeuge drin. Schon lange nicht mehr benutzt. Huch, falsche Seite. Das war so klar. Ja, da steht auch oben drauf. Hätte ich auch vorher mal gucken sollen. So. Ja, wie gesagt, hier sind Werkzeuge, Zangen. Hier so Dingensklemmen. Klemmen halt. Dingensklemmen, ne? Um etwas an die Tischplatte oder so festzuklemmen. Wenn ich was spannen muss oder so. Ja. Jetzt will das nicht mehr. Ach, ist auch egal. Ich stecke es trotzdem mal wieder hier rein. Später. So.
Das ist das Fach vom Kleinchen. Da hat sie hier auch ihre Blöcke, ihre Stifte, Spielzeug. Da hinten ist jede Menge bemaltes Papier. Da hat sie noch ein kleines Puzzle stehen. Ja. So. Schwierig, schwierig mit einer Hand. So, wo mache ich weiter? Ich glaube, ich mache hier oben mal weiter. So, hier seht ihr noch mehr Sticker-Gedönsrad, jede Menge. Wer da irgendetwas näher von sehen möchte, schreibt einfach in die Kommentare, da mache ich dann noch mal ein extra Video zu. Hier sind ebenfalls Sticker. Auch hier habe ich vor allen Dingen meine Glitzersticker und so weiter drin. So, und hier sind halt noch mal Sticker, Sticker, Sticker. Ja. Zack. Hier habe ich die ganzen Strasssteinkistchen, die ich von Rebecca bekommen habe, drin. Und ja, wer die alle sehen will, der muss sich dann irgendwo das alte Video angucken. Wenn ich dran denke, werde ich das verlinken. So, hier habe ich ein Bild von einem meiner Hunde. Ja, hier haben wir nochmal die Fusselrollen, die ich jetzt mal wegstelle. Hier unten habe ich jede Menge Kästchen mit. Da sind selbstgemachte und gegossene Teile aus Gips, aus Harz. So, ich schmeiße ja mal alles so zusammen. Jetzt habe ich natürlich schön durcheinander geworfen. Die hier sind zum Beispiel mit UV-Harz gemacht. Sind nicht so gelungen, weil die sich blöde nach oben gebogen haben. Jetzt will mein Fokus nicht. Sowas. Oder meine Linse ist schmutzig. Das kann sein. Naja, auf jeden Fall hier so ein Gedönsrad, ne? Genauso wie hier. Das auch. Also manche Teile sind aus Gips, manche sind aus Modelliermasse, manche sind aus Harz gegossen. So, hier sieht man aber den Unterschied. Dies habe ich mit dem normalen Bretterwandharz gegossen und ja, die verformen sich dann halt nicht so. Das hier ist, glaube ich, aus Modelliermasse. Die auch. Hier sind Gummibärchen in verschiedenen Farben und ja, Größen und verschiedene Materialien halt. Hier habe ich noch mehr davon. Da gilt das Gleiche. Hier habe ich schöne leckere Kekse und Cookies und ne, Katzenzungen. Die sind, glaube ich, aus Gips gegossen. Ich weiß nicht mehr genau. Das hier sind Harzteile. Sollte ich vielleicht mal umdrehen. So. Genauso wie die hier. Das hier ist wieder Gips. Genauso wie dies hier. Also manche Sachen erkenne ich auch auf Anhieb, was aus Gips ist und so. Das ist auch aus Gips. Und ja, das halt gemischtes Gedöns. So, hier haben wir noch mehr davon. Ich mache einfach mal so auf. So, da könnt ihr mal reingucken. Auch wieder gemischt, Harz, Gips, Modelliermasse. Ich habe keine Lust mehr gehabt, die einzeln so zu sortieren und habe die einfach zusammen in die Boxen reingepackt. So, die kleinen Döschen sind alle leer. Hier habe ich Schmuckgedönsrad. Ich zeige euch das jetzt mal so. Da sind Binderinge, Perlenkappen, Spaltringe, kleine. Ja, und sowas halt, ne? Und dann hier ist noch mehr Schmuckzeug. Dann auch nochmal Binderinge, kleine Haken. Für Ohrringe. Habe ich noch nie gemacht, Ohrringe. Muss ich mal ausprobieren. So, hier haben wir dann Perlen. So, hier diese weißen. Dann hier oben sind größere Teile. Keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Ich glaube, das waren mal Ketten. Die habe ich auseinandergenommen. Hier nochmal Herzanhänger. Die habe ich, glaube ich, mal bei Dillon Beats gekauft. So, schön da wegräumen. Ne? Ich habe keine Lust, gleich wieder aufzuräumen. So, ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier erstmal hier unten bei den Perlen. Hier ist, glaube ich, doch, hier ist was drin. Ich wusste gar nicht. Ach, hier habe ich noch so Dinger. Da stehen die verschiedenen Bundesländer drauf. Da habe ich damals die Teile aus dem Saarland alle her gehabt. Ja, so.
So, weiter geht's hier mit Perlengedöns. Hier sind Perlen drin. Also das meiste ist tatsächlich von Dorn Beach. Ich habe da ja eine Zeit lang wie verrückt bestellt. Das waren wiederum, glaube ich, Ketten soweit, außer die Sternchen, die sind, ich glaube, wieder von Dorn Beach. Manches habe ich auch über Amazon. Ich weiß es nicht mehr so genau. Da genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wo die alle her sind. Ich glaube, da sind welche von Teddy. Und manche Sachen habe ich auch geschenkt gekriegt. Und man weiß auch irgendwann nicht mehr, wo man das her hat. Das hier sind selbstgemachte Perlen. Ja, das sind selbstgemachte Perlen. Alle. Ja. So. Auch die kommen jetzt wieder rein. Oh, hoffentlich wackel ich nicht zu sehr. So, weiter geht's hier, ne? Haben wir hier. Ach ja, habe ich Ketten und Anhänger. Dann hier diese für an den Schlüsseln. Die habe ich ja mal persönlich beschriftet und habe dann ein paar von weggeschickt. So, hier sind so Schlüsselringe in Herzform und auch runde. Nee, gar nicht runde, in Blumenform müssten da noch welche drin sein. Oder sind das jetzt nur die... Ach, weiß ich nicht. Vielleicht sind auch nur die Herzen. Ich habe keine Ahnung. So, da habe ich ein paar Charms. Hier nochmal Perlen. Und hier genauso. Also wie gesagt, wer etwas hinterher mal näher sehen möchte, einfach Bescheid geben, dann gucke ich mal, was ich da machen muss. So, das hier sind Reste von so Filzdingern. Die seht ihr gleich noch. Das ist quasi der Abfall, aber sowas wird auch bei mir nicht weggeschmissen. Daraus kann man nämlich noch was Schönes machen oder auch mit einem Kleinchen oder so. Die freut sich dann, wenn sie da was mit basteln kann. So, das hier sind Sachen, die habe ich auch selber gemacht. Diese mikrokleinen Schleifen und hast du nicht gesehen und Blumen. Die Molds habe ich weggegeben, weil das ist nichts für mich. Das ist mir einfach zu klein und es klappt mit meinen Augen nicht so wirklich gut. So, hier habe ich Breads drin. Ja, ich müsste eigentlich mal neue kaufen. So, und hier haben wir nochmal für Schmuck machen. Hier haben wir halt solche Perlen. Huch. So, hier noch mehr. Das da oben sind keine Perlen, das sind so Cane-Abschnitte. Die habe ich mal bei Wish geschossen. Ich wollte die immer eingießen, habe ich nie gemacht. So, oder auch für Deko, denn habe ich auch noch nie gemacht. Da geht es weiter. Da sind noch mal so Anhänger und Blumenkelche und Schmetterlinge. Ja. So war es halt. Hier sind Engelsflügel und die habe ich fast alle von der lieben Basteleule bekommen. Da bin ich immer noch sehr dankbar, auch wenn ich bisher noch nicht wirklich viele Perlenengel gemacht habe. Aber ich habe die da und das freut mich halt. Ne? So, hier haben wir Formsticker. Das fiel mir da vorhin nicht ein. Also Formsticker, auch davon die Abfälle, die sind alle in diesem Ding ja gelandet. Und ja, wie gesagt, hier haben wir noch mehr. Davon sind die meisten von diesen Abfällen. Da habe ich mir echt mal die Mühe gemacht und habe die da rausgefriemelt. Ach so, hier haben wir Glasperlchen. Ich glaube, die habe ich von Rebecca bekommen. Ja, ich glaube schon. So, hier haben wir Spiegeldeko-Sand. Den habe ich einfach praktischerweise in diese Fläschchen gefüllt. Weil der war vorher in so Tüten drin, ist natürlich blöd. So, hier habe ich halt nochmal so gegossene Teilchen, Schlösser und dieser, kann man den überhaupt sehen? Hier, dieser Hund hier vorne, der ist aus Gips gegossen. Ja, der ist semi-schön, ne? Hier habe ich reingetan alles, was schwarz ist. Ich hoffe, der wird sich in Zukunft noch ein bisschen füllen.
Ja, die Zeit, die Zeit. Hier sind Blumen. Jede Menge Blumen, auch alles durcheinander gemischt. Ob Gips, ob Harz, ob Modelliermassen, alles so zusammen. So. Hier habe ich Teilchen drin, die habe ich aus Funny Gummy gemacht. Ich zeige euch die mal, wenn das Teil mich hier lässt. Moment. So. Die sind so ultra leicht, die Dinger. Hier haben wir I Love. Ach. Ich schütte jetzt einfach mal hier so. Guck mal. Solche Sachen halt, ne? Die kann man nämlich auch im Nachhinein noch gut einfärben. Hier ist eine Möwe, eine Feder, Blümchen. Ja, so ein Krams halt, ne? Ein kleiner Schmetterling, ein Seestern. Die sind so leicht, die fühlen sich an wie Papier. So, das Glas hier habe ich übrigens mal mit Flüssigglasfarben gemacht. Die zeige ich euch nachher auch noch. So, hier diese Sachen sind aus dem Polymerklee vom Action. Ich mag es jetzt auch nicht so wirklich gern aufmachen, obwohl zwischendurch auslüften schadet nicht. Das ist jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr her, seitdem ich die gemacht habe. Und die stinken so unglaublich chemisch. Ich bin da ja ein bisschen empfindlich drin. So, da habe ich halt auch solche Sachen gemacht. Blümchen, Schleifen. Und ja, ihr seht das ja, ne? So ein Gedönsrad halt. So, Rosen und ach. Ja. Da. Auf jeden Fall, das Zeug stinkt übelst. Also, Ich hatte nochmal nachgekauft. Wollte gucken, ob das nochmal so ist oder ob es wirklich so eine Montagsproduktion war. Auf jeden Fall, ja, riecht es nicht so dolle. Da habe ich Kunstschnee drin. Die Teile dürftet ihr ja kennen, wenn ihr meine Videos kennt. Die habe ich ja vor kurzem erst gemacht. Die sind aus Fimo. Und ja, Fimo verhält sich ganz anders. Das stinkt auch nicht, wenn es im Backofen ist. Ja, das ist schön. Fimo ist schon schön. So, hier habe ich ein bisschen Konfetti. Hier ist allerhand drin. Ja, habe ich einfach so da reingeschmissen. Ich wusste gerade nicht so, wohin damit. Hier habe ich Knöpfe. Hier habe ich kleine Blümchen auch gemischt. Verschiedene Materialien. Ja, ich sollte unbedingt neue machen. So, hier sind... was sind das? Schleifen. Schleifen, auch verschiedene Materialien wieder. Die hatte ich euch kürzlich gezeigt. Die sind von meiner Tochter. So, jetzt gehen wir mal hoch. So, dieses Album habe ich von Rebecca bekommen. Das steht da um, weil immer wenn ich das hier unten hinstelle, kippt es mir irgendjemand um und ich möchte natürlich nicht, dass es kaputt geht. Darum steht es hier oben. Da ist es sicher. So, hier habe ich wieder Boxen. Hier habe ich einmal Pailletten. In verschiedenen Farben. Dann haben wir hier ebenfalls Pailletten. Da ist noch ein bisschen Platz, da können noch ein paar rein. Das sind alles Pailletten. Pailletten braucht man ja nicht nur zum Aufnehmen, die kann man auch super verbasteln. Habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gezeigt. So, ne? Das sind die. Und ich kriege jetzt einen richtig schönen langen Arm. Das ist anstrengend, ihr Lieben. So. Hier hat sich ja niemand bereit erklärt zu filmen. Also muss ich alles selber machen. So, hier habe ich noch mehr Pailletten. Jede Menge. Hier noch mehr. Also es hat sich schon ordentlich was angesammelt, ne? Hilfe! Hier sind ein paar Pailletten für Halloween. Auch wenn ich Halloween nicht so besonders mag. Weiter geht's. So, das sind keine Pailletten, das sind alles Mini-Stanzteile.
teils ja quasi, was ich zu viel gemacht habe. Manche habe ich extra gemacht, wo ich einfach nur Reste ausgestanzt habe. Kann man ja nicht nur zum Verbassen nutzen, kann man auch mal so als Art Konfetti oder so mit reintun. Habe ich immer wieder vor, vergesse ich aber auch immer wieder. Hier noch mehr. So, hier haben wir wieder Pailletten. Und hier sind ja Weihnachtspailletten drin. Dann habe ich hier Glitzer, der ist vom Action. Genug, da hinten ist nochmal Glitzer drin. Hier haben wir so, eigentlich sind die zum Backen, aber die kann man gut in Resin eingießen, diese Streusel, diese bunten. Hier habe ich nochmal kleine Schleifchen, die ich aus Resin gemacht habe. Aber die Mold habe ich, wie gesagt, weggegeben. Da mache ich nichts mehr mit. Hier sammle ich mal so ganz mikrokleine Sachen, die beim Ausstanzen passieren oder wenn ich die meine kleine Lochzange benutze. Ich finde, die kann man nämlich sammeln und irgendwann mal in so eine Schüttelkarte mit reinmachen. So, hier habe ich Mikroperlen. Dann habe ich hier noch so ein Behältnis, da sind ja auch noch mal so Flitterzeug halt, ne? Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. So, nochmal Mikroperlen. Da hinten sind einfach nur leere Behälterchen. Puh, ich muss mal eine kurze Pause machen, dann geht's gleich weiter.